Das war 2013. Jahr. Wir sind weggelaufen von aus unserer Heimat, aus Dagestan. Wegen war ich ein Zeuge, wie mein Nachbar getötet. Weiß es genau, das war Polizisten. Wir sitzen einfach zu Hause, das am Abend und Fernseh geschaut und wir gehören etwas, die so schießen oder was. Und mein Mann hat gesagt, ich muss schauen. Wenn das passiert oft. Und alle Leute sitzen immer zu Hause. Sie haben Angst, sie wissen, dass was passiert dann. Aber mein Mann sagt, ich muss sehen, was ist los. Unser Nachbar gesagt, ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Ich bin ja hier, ich stehe, ich gehe mit uns. Aber sie nicht gehört, was sie hören nicht, was er gesagt und einfach so geschossen. Und deswegen sie schnell gelaufen, sie gesehen, wie mein Mann gesehen und schnell gelaufen von mein Mann. Und dann hat sie geklopft, zwei, dreimal, wer nicht aufgemacht und sie geschossen, unsere Türe, alles. Und wir haben geschrien, wir haben Kinder, was machen sie? Aber sie gekommen einfach zu uns und genommen meinen Mann. Dann zwei Tage später er gekommen nach Hause und er war alles blaue, weil sie geschlagen ihm. Und dann mein Mann gesagt, wir müssen sofort laufen von hier. Und wir seit fast 5 Jahre da und unsere Kinder gehen Schule, Kindergarten. Wir haben viele Freunde hier. Wir in Lienz, in Österreich, wir jetzt wie das Lienz wie Heimat, wie unsere Heimat. Wir lieben Lienz. Die Anne ist in die Schule gekommen vor 2 Jahren. Sie hat heuer die 2. Klasse fertig gemacht und hat in der ersten Schulwoche die Salia kennengelernt. Und die haben sich innerhalb der ersten 2, 3, 4 Wochen angefreundet sein, wirklich Herzensfreundinnen. Und ich habe dadurch natürlich auch die Nasiva kennengelernt und Magomed, die zwar als total liebevolle Eltern kennengelernt für ihre Mädels. Und ich habe mich einfach mit der Nasiva angefreundet. Jetzt ist der Bescheid gekommen, dass sie abgeschoben werden. Das ist natürlich für die Familie schlimm. Aber es ist wirklich nicht nur für die Familie schlimm, es ist auch für uns schlimm. Also die Anne wird ihre Freundin verlieren, die Salia wird ihre Freundin verlieren, die kleinen Mädels würden viel verlieren und mir würden sie auch abgehen. Also ich hätte gern, wenn sie da bleiben, weil Giselle ist jetzt meine Freundin geworden und dann mag ich nicht, dass sie jetzt wieder gleich weggeht. Ich finde die Anne halt so nett. Und ich mag sie einfach voll. Ich bin oft bei ihr. Wir gehen Ballett zusammen und wir spielen immer. Wir wissen nicht, warum wir müssen jetzt weg. Die Begründung ist, dass wir nicht gut integriert hier. Dass Magomed, wenn er geht, arbeitet, er verdient wenig. Sie sagen so, das Begründung ist so. Nur so, wer nicht gut integriert. Was die Integration betrifft, bin ich der Meinung, dass es eine gut integrierte Familie ist. Gell? Die perfekte integrierte Familie gibt es nicht. Die Nasiva hat ein gutes Sprachniveau. Es ist ganz einfach, sich mit ihr zu unterhalten. Nicht nur über, was hast du heute getan, sondern auch über Sorgen, über die Kinder, über Vorstellungen, Wünsche, Träume. Der Magomed hat eine Arbeitszusage, das ist meiner Meinung nach, müsste Grund genug sein,
dass man die Familie da lässt. Der hat eine Arbeitszusage. Wenn der einen positiven Asylbescheid hat, kann der morgen anfangen arbeiten. Der Arbeitgeber, der hätte ihn total gern. Das ist eine kleine, renommierte Firma. Der hätte ihn wirklich gern in seiner Firma und das wird hundertprozentig passen. Wie geht's dir denn bei dem Gedanken, dass du vielleicht bald weg musst von da? Nicht so gut. Weil ich mag hier bleiben und ich habe hier schon eine Freundin und ich gehe in eine coole Schule. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht darum geht oder darum gehen soll, wie es ist, wenn sie zurückgehen. Ich glaube einfach, dass es darum geht, dass sie schon fast 5 Jahre da sein, gut integriert sein und dass man eine Familie nach der Zeit nicht zurückschicken kann. Das zerstört für mich total viel. Meine Mama sagt mir immer, das kommt, immer fragt. Und zu Tante kommt Polizei und fragen wegen uns jetzt auch. Wenn fliegen wir wieder nach Russland, weiß ich genau, Minimum Gefängnis oder sie kann mir töten, dann habe ich Angst um meine Kinder erste. Ich wollte nie die alleine bleiben, die alleine. Oder okay, mein Gefängnis lebe ich noch, aber ohne Kinder, ohne Papa, Kinder kann ich auch. Habe ich Angst, ich denke wegen Kinder, ich denke wegen meiner Familie, wegen meinem Leben. Aber da ist ruhig, da ist unsere zweite Heimat. Wir wollen gerne da bleiben, aber es ist schwierig Zeit. Weiß nicht, was kann man machen. Wir können nicht nach Russland. Wir machen alles, aber nicht nach Russland. Die Familie zurückzuholen ist für mich unmenschlich und verantwortungslos. Und ich glaube, dass die Familie Magomedov da für sich selber sorgen kann, wenn man sie lässt. Die verdienen sich ihren Lebensunterhalt und bieten ihren Mädchen eine gute Zukunft. Und ich glaube, dass wir diese Mädels da brauchen. Ich bin selber Lehrerin, ich sehe es ja, es werden jedes Jahr weniger Kinder in den Schulen. Uns tat es vielleicht auch ganz gut, wenn man die Menschen aufnahmt, gerade die potenzielle zukunftsträchtige Osttirolerinnen sein werden. Ich hätte sie einfach gern da. Ja, hallo. Я уже сидела.